Und da wären wir wieder bei Vegasylf. Hier bei Pokémon Gelb mit mir Sefi und unserem Partner Funke. Und wir machen uns wieder auf die Nuggetbrücke, wo wir stehen geblieben waren. Die Leute da, also die Trainer da fertig zu machen. Unserem Visasam ein paar kleine Level-Ups zu geben. Und oh, ich wollte noch Tränke kaufen, also gehe ich gleich mal nach Azuracity zurück. Und dann werden wir auf der Nuggetbrücke dort gegen die ganzen Trainer kämpfen, ein paar Level-Ups holen. Und dann werden wir uns um Misty die Arena-Laterne kümmern. So, ein paar Tränke wollte ich kaufen. Ich habe nämlich vorhin zwischen den Aufnahmen gesehen, dass wir nur noch einen einzigen haben. Und da unser Visasam ein bisschen unterlevelt ist, unsere übrigen Pokémon übrigens auch ein bisschen, halte ich es eigentlich für ziemlich weise. Ne, Pika, du bist doch meiner Meinung. Ja, da ist jemand meiner Meinung. So, ein bisschen Slalom gehen. Ein Mankey auf Level 18. Oh, das ist ja ziemlich hoch. Oder? Ja, gut, unser Nidoking ist auf einem höheren Level. Aber dieses Mankey sollte uns gute EP liefern. Wenn wir es in Hut kriegen. Gut, dass wir noch einen Trank haben. Beziehungsweise gut, dass wir die Tränke einkaufen gegangen sind. Alter! Natürlich, jetzt kommst du mit Kratzern, ne? Na, reicht's? Natürlich nicht. Jetzt kommst du mit Silberblick. Tja, dieses Spiel, das ist deine einzige Daseinsberechtigung, ist mich zu mobben. Dem kann ich gleich zwei Tränke reinwürgen. Ja, bitteschön. Wir haben genug. Herzlichen Glückwunsch! Du hast alle fünf Trainer besiegt! Du hast einen großartigen Preis gewonnen. Zitrone hält einen Nugget. Möchtest du nicht auch Mitglied des Team Rocket werden? Unsere Gruppierung benutzt Pokémon für teuflische Zwecke. Möchtest du beitreten? Wirklich nicht? Komm schon, werd Mitglied. Ich empfehle dir, ein Mitglied zu werden. Ich glaube, ich sollte ein wenig Überzeugungsarbeit leisten. Dieses Angebot kannst du nicht ablehnen. Ja, so funktioniert das also mit dem Anwerben. Die stellen sich einfach wohl und fragen, ey, willst du nicht Mitglied werden? Ich dachte, die würden das ein bisschen subtiler angehen, so wie Sekten das nun mal machen. Oder könnt ihr euch vorstellen, dass die Mafia irgendwo auf der Straße steht und hey, willst du Mitglied werden? Komm schon, werd Mitglied. Ich sehe es in deinen Augen, du kannst das. So funktioniert das. Oh, ich hätte vorher noch einen Edelsam einsetzen sollen, das wäre vielleicht schlauer gewesen. Naja. Und sonst so, Leute, wie geht's euch denn so? Ach übrigens, ich habe ein bisschen, wie ihr sicherlich schon seht, an der Audio-Wiedergabe rumgeschraubt, dass die Farben ein bisschen knackiger sein sollten. Ich hoffe, das Grün macht euch nicht allzu sehr Augenkrebs. Also ich finde es nicht so schön, aber man kann es stehen lassen. Denke ich. Schade, ich hätte Pika gerne noch ein Level abgegönnt. Ja, ich bin gut. Hey, Visasam entwickelt sich. Das ist gut. Und Visasam wurde zu Visaknosp. Sehr schön.
Bei deinem Können würdest du im Team Rocket leicht die rechte Hand vom Boss werden. Da fehlt dir ein Wort, Junge. So, hier speichere ich einmal. Ich kann einfach keine Pokémon trainieren. Ich habe mich nicht gut genug um meinen Glumanda gekümmert. Versprich mir, gut für Glumanda zu sorgen, dann gebe ich es dir. Okay. Zitrone hält Glumanda. Geben wir Glumanda einen Spitznamen? Aber sicher. Ich nenne es Asche. Denn das ist alles, was bleibt, wenn es mit seinen Gegnern fertig ist. Kümmere dich gut um Glumanda. Werden wir. Ja, ich weiß, dass da unten noch ein Trainer steht, also hier in dem Gras, aber den möchte ich mir noch lassen. Hi. Ich komme gerade vom Hund. Meine Pokémon sind in der Bestform. Bist du sicher? Überleg's dir gut. Der Wanderer möchte kämpfen und er setzt ein Machado ein, den scheinbar... Ich weiß nicht, irgendwie findet es aus, als würde es gehen. Die Kämpfe hier sind so langweilig. Oh, ein Volltreffer. Ich finde, dieser Knast sieht von hinten immer aus wie so ein kleines Hündchen. So eine kleine Fußhupe, die am Knurren ist. Ein Kleinschein, das ist gefundenes Fressen. Und Level up! Noch ein Trank für Bisaknosp. Hey du, du bist auch ein Wanderer, ne? Oh, das Onix sollte gute EP geben. Mal sehen. Oh, sieht gut aus. Ja, ich habe viel Erfahrung. Das glaub mir mal, Junge. Das kannst du mir glauben. So, damit Glumanda noch ein paar EPchen kriegt. Dab, da, dab. Ein Ratz. Level 15, oh. Ob Glumanda das hinkriegt? Nope. Nur mit Verbrennung und ganz viel Tränken. Dann kriegt Pika mal die EP. Das machen wir mal so platt. Also ja, ich würde das Glumanda ganz gerne mal trainieren, damit wir erstmal für Erika in Prismania City die Pflanzenarena-Leiterin gute Karten haben und Glurak ist eigentlich ein recht zuverlässiges Pokémon. Und falls es uns nicht gefällt, können wir es ja immer noch ablegen, also... Ne, schadet nicht. Ist zwar dann natürlich schade um die EP, die wir da reinstecken und die andere Pokémon wahrscheinlich besser gebrauchen könnten. Aber ich bin relativ zuversichtlich, dass uns das... Den besiege ich übrigens auch nicht. Aber ich bin relativ zuversichtlich, dass uns Glurak recht gute Dienste leisten wird, wenn wir es erstmal haben. Erstmal müssen wir Glumanda trainieren. Und da es mit Bisasam schon recht einfach wird, denke ich, wird Glurak Glumanda dann auch keine großen Probleme haben. Na gut, wenn jetzt hier jeder Depp einen Volltreffer gegen uns landet, ist es ja kein Wunder, ne? Ja.
Bin ich froh, dass wir so viele Tränke gekauft haben. Meine Fresse. Na, wie viel macht der Tacker jetzt? Ah, ich muss es leider zurückziehen. Also jetzt, wo seine Verteidigung um einen Punkt gesenkt war, ja, die Hornattacke hätte es garantiert nicht überstanden. Wenn es auch noch ein Volltreffer gewesen ist. Ja, Level 11. Sehr gut. Komm, fahren. Ein ewiges Hin und Her. Das lasse ich mir Bisaknoss machen, kriegt Bisaknoss noch ein paar IP. Oh, war gar nicht die dümmste Entscheidung. Da. Das kann ja noch ein langer Kampf werden. So, und noch ein Volltreffer. Sehr gut. Gibt hier ziemlich viele Volltreffer oder bilde ich mir das ein? Hi. Ich bin auch auf dem Weg zu einem Pokémon-Sammler. Wir können hier zusammen gehen. Nur leider bin ich nicht sehr gesellschaftlich. Ich habe lieber meine Ruhe. Es reicht schon, dass Pikachu unter mir her galoppiert. Nope, das schafft Glumann dann niemals. Oh, das war der letzte Rankenhief. Naja, gut, dass Nidoking immer noch Dingsens kann, Aquaknarre. Dingsens kann Dingsens, ihr wisst schon, was ich meine. So, wieder raus, wieder zurück. Das ist ja das reinste Pokémon-Karussell. Ich frage mich, wie sich ein Kleinschein einigeln soll. Ja, ich meine, es ist zwar schon rot, aber legt sich das Teil dann einfach so mit dem Kopf auf dem, also mit dem Gesicht auf dem Boden? Oder wie willst du das machen? Ich meine, es hat eigentlich keinen Körper, in den es sich einigeln kann. Naja, Logik im Pokémon-Spiel. Warum suche ich überhaupt erst danach? Ich finde die doch. Ich finde die doch eh nicht. So, das war Machalo. Auch alles kein Problem hier. Glumanda wieder raus. Glumanda wieder rein. Alter, das arme Vieh muss sich so verarscht vorkommen. Level 13, sehr schön. Und Level 21 für Nidoking, sehr gut. Ja, ich habe dich besiegt. Und jetzt gehe ich zurück ins Pokémon Center. Weil unser Team sieht ziemlich angeschlagen aus. Und Bisaknoss hat keinen Rankenhieb mehr. Und das finde ich sehr schade. Ich wünschte, ich hätte ein Fahrrad. Das wäre toll. Und hopp. Finde ich immer witzig, wie unser Protagonist da so rüberspringt, dass man den Schatten sieht und Pikachu läuft da einfach rüber, als wenn nichts wäre. Eigentlich solltest du auch mal so hinterher hüpfen. Sieht bestimmt viel besser aus.
als dass es da einfach rüberläuft. Seufz. Naja, ich sichere erstmal. Ich finde das so putzig, dass da sichern steht. Oh, mein Akku ist fast leer vom Handy. Toll. Da läuft mein Timer drauf. Und die Nagelbrücke wieder hoch. Na, wenigstens ist das Wasser hier noch blau. Ich glaube, wenn man in der roten spielt, ist das, glaube ich, so, dass das Wasser rot ist. Glaube ich. War es da? Ich bin mir gerade gar nicht so sicher, bevor ich da jetzt was Falsches sage. Der Pfadfinder mit seinem Radfahrt auf Level 14. Oh, das könnte Glumanda ja vielleicht schaffen. Das würde mir sehr viel bedeuten. Autschi. Und rettern. Oh ja, Glumanda hat es allein geschafft. Das ist toll. Ich muss mich anders hinsetzen und ich bin von Kabelsalat umgeben. Nicht, dass hier irgendein Kabel rausfliegt und ich plötzlich stumm bin oder der Controller nicht mehr geht oder so. Man weiß ja nie, ne? Ich glaube, es gibt so eine geschriebene Regel oder so eine ungeschriebene, dass jedes Pokémon, das wickeln kann, das mindestens einmal im Kampf einsetzen muss. Das ist bestimmt so in der KI verankert. So setzt mindestens einmal pro Kampf Wickel an, wenn dein Pokémon wickeln kann. Leute. So, mal kurz die Augen auskratzen, das ist alles gleich viel besser. Vielen Dank. Und damit wär's schon auf Level 14. Ich finde das ein bisschen doof, dass man die Starter hier auf Level 10 kriegt. Also Level 15 hätte jetzt auch nicht wehgetan, oder? Ich meine, okay, jetzt muss man, hat man die zwar ein bisschen länger in ihrer Standardform, aber sie sind wesentlich schwerer dem Team anzupassen. Hi. Ach, ich glaube, der Typ kann hell sehen. Also ich bin da ja eher der Schwarzseher als der Hellseher. Na, kommt das dann auch mit Wickel an? Bestimmt. Oh, ein Volltreffer, sehr schön. Mann, das war ein relativ einfacher Sieg. Und Sandan, okay, das lassen wir mal lieber Bisaknos machen. Oh nein, warte, ich will zumindest, dass Glumanda die EP dafür kriegt. Jetzt wechsle ich. Bleib ruhig, Sefi. Bleib ruhig. Es ist ja schon vorbei. Na Gott sei Dank. Level 18! Entschuldigung. Eine Göre mit ihrem Mirapla. Oh, gefundenes Fressen für Glumanda. Kannst noch ein paar Level zulegen. Also eins wahrscheinlich. Wenn überhaupt. Also ich würde es ja cool finden, wenn wir das noch bald entwickeln könnten. Wahrscheinlich nicht mehr in diesem Part, weil der ist schon in der Überlänge. Aber am nächsten Part, das wäre ziemlich cool. Mein Level 15 hat es immerhin schon. Und
Silberblick, die nützlichste Attacke, die es lernen könnte. Genauso wie es eine Regel ist, immer Wickel einsetzen, das ist eine feste Regel, dass du unbedingt Sandwirbel einsetzen musst, wenn dein Pokémon über diese Attacke verfügt. Das gehört zum guten Ton. Oh ja. Es gibt Attacken, die hasse ich einfach. Und auf dieser Liste stehen Wickel und Sandwirbel ziemlich weit oben. Ja, natürlich, beim letzten Kratzer trifft es natürlich nicht. Warum sollte es auch? Hauptsache, wir müssen uns dieses Geblinkel noch ein bisschen anhören. So, jetzt aber. Immer noch nicht? War ja klar, ne? So dieses letzte bisschen, damit ich auch ja noch den Trank dran verschwende. Geht doch. Ich wollte gerade sagen, Trank will ich daran nicht noch verschwenden. Ja, Level 16! Und da entwickelt sich unser Glumanda auch schon. Sehr schön. Was für ein schöner Abschluss für diesen Part. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Und ich sage, ciao!